Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der News der Woche. Ich bin's wieder, euer Sebastian, und in den nächsten paar Minuten werde ich euch wieder die neuesten News und Statements und alles Mögliche näher bringen, was es in der letzten Woche gab. Kurz noch einmal was, bevor ich anfange. In der letzten Woche gab es irgendwie nicht ganz so viele interessante Sachen oder Sachen, die hier erwähnenswert wären. Und deswegen wird diese Episode ein bisschen kürzer werden als die vorherigen, aber natürlich hoffentlich nicht weniger interessant. Okay, los geht's. Die Standalone-Version des Spiels DayZ sollte ja eigentlich schon im Dezember 2012 rauskommen. Allerdings, wie ihr wahrscheinlich auch wisst, kam da leider nichts. Und bis jetzt hat sich der, Hauptentwickler des Spiels, Dean Hall, noch nicht richtig dazu geäußert, aber jetzt hat er sich in einem Blog-Eintrag zigmal dafür entschuldigt, dass es halt nicht 2012 rausgekommen ist. Und als Begründung gibt er an, dass die Entwickler das Spiel eigentlich mehr oder weniger als nur eine kleine Erweiterung der Modifikation machen wollten oder programmieren wollten. Und jetzt haben sie sich aber gedacht, nee, wir möchten doch an der Engine noch ein bisschen was verändern, um das Game halt wirklich noch individueller zu gestalten. Und das braucht dann halt leider seine Zeit. Andererseits hat Dean Rocket Hall, also Rocket ist sein Zwischenname, also mein Gott, jetzt hänge ich mich hier an so unwichtigen Dingen auf. Und Dean Hall hat auch noch gesagt, dass es eine Closed-Beta-Phase von DayZ geben wird, an denen ungefähr 500 bis 1000 Spieler teilnehmen können. Und die werden dann so die Engine testen, was sie aushält, ob es noch irgendwelche Bugs gibt. Und das ist den Entwicklern halt sehr wichtig, dass es halt nicht wieder so unfertig im Prinzip rauskommt, wie denn die Modifikation noch. Auch gab Dean Hall noch einige Details zum aktuellen Stand von DayZ bekannt. Das Inventar- und Item-System, also Item-System, haben die Entwickler auch komplett überarbeitet. Das heißt, in Arma 2, also DayZ, der Modifikation, sah das Inventar ja noch ziemlich mies aus und noch ziemlich umständlich. Und das ändert sich jetzt. Zum Beispiel ist das jetzt per einfachen Drag und Drop, lässt sich das jetzt bedienen. Und es werden auch keine 2D-Bilder mehr angezeigt, sondern 3D-Bilder. Und man wird jetzt diese ganzen Gegenstände auch nicht mehr in so vereinzelten Häufchen auf dem Boden finden, sondern entweder in Regalen oder unter Betten. Und jeder Gegenstand hat auch einen eigenen Haltbarkeitswert. Das heißt, wenn man zum Beispiel auf einen Gegner schießt und der eine Rüstung anhatte und man schnort sich diese Rüstung nachher, dann hat diese Rüstung nicht mehr die volle Haltbarkeit, ne? Weil so ein paar Kugeln, die hauen die Haltbarkeit doch schon eventuell ein bisschen runter. Und die Benutzeroberfläche, die war ja noch ein bisschen komisch in der Modifikation, an Seiten so mit Symbolen und so weiter. Die wurde jetzt auch komplett überarbeitet und sie ist jetzt mehr oder weniger schlicht und effektiv, ne, ungefähr im Stil von Minecraft. Die einzig negative Nachricht, die er gesagt hat oder die er eingebracht hat, war, dass die beiden Kartendesigner, Ivan Buchta und Martin Pessler, die sitzen immer noch in Griechenland in Haft. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber vor einiger Zeit sind diese beiden Entwickler oder Kartendesigner nach Griechenland geflogen, um da Aufnahmen der Landschaft zu machen, damit die halt die Karte von DayZ einfacher gestalten können. Und dabei haben die auch wohl irgendwelche Militäranlagen von Griechenland fotografiert. Ja, und das hat das Militär mitgekriegt und haben gesagt, ne, wir nehmen euch wegen Spionage in Haft. Ja, als ob die Griechen nicht momentan andere Probleme hätten, aber kann man leider von hier nicht ändern. Die beiden Entwickler haben zwar durch Briefe noch ein paar Sachen zur Entwicklung beigetragen, aber es wäre halt doch wesentlich einfacher, wenn sie halt vor Ort wären und das Spiel vor Ort weiter programmieren könnten. Ein weiterer negativer Punkt ist auch noch, dass die Zombie-KI sich zum Anfang des Standalone-Spiels wenig bis gar nicht ändern wird. Das heißt, von der Modifikation jetzt gesehen, also die Zombie-KI wird ungefähr gleich bleiben wie noch in der Modifikation. Das liegt eigentlich daran, dass sich die Entwickler erstmal gedacht haben, wir müssen erstmal die wichtigen Dinge verändern. Das heißt, entweder das Inventar oder zum Beispiel das Objektinteraktionssystem oder eigentlich die generelle Architektur der Engine. Und das wird dann einfach durch weitere Updates immer wieder verbessert.
Und Dean Hall hat dann auch gesagt, dass er das Spiel auch noch, dass er das Spiel gespielt hat. Und auf seinem Rechner läuft das Spiel ohne große Frame-Einbrüche und sonstige Bugs und die Entwicklung schreitet sehr, sehr, sehr gut voran. Ach, das war es jetzt auch schon wieder zu DayZ, also ich habe mir da jetzt echt die Zunge wund geredet zu. Jetzt geht's mal weiter mit einer kleinen Info oder einem kleinen Lichtblick zu Fallout 4. Der Synchronsprecher Eric Todd Dellums hat via Twitter verkündet, dass es bald vielleicht ein Wiedersehen mit seinem Charakter geben wird, welchen er im Spiel Fallout 3 vertont hat. Und zwar war das der Untergrund-DJ 3Dog, der in seinem freien Radiosender rund um Washington herum gesendet hat in Fallout 3. Oh, und jetzt hat er via Twitter gesagt, also nicht der DJ, sondern halt der Synchronsprecher, dass es bald ein Wiedersehen mit seinem Charakter geben wird. Und in einem zweiten Post verkündete Dellums, dass ihm diese Ankündigung ausdrücklich erlaubt worden sei. Und das war wahrscheinlich von dem Entwickler Bethesda. Und in letzter Zeit haben sich ja so ein paar Gerüchte gehäuft, dass eventuell Fallout 4 wirklich in der Entwicklung sein könnte. Und das ist jetzt halt noch ein kleiner weiterer Lichtblick. Und ich hoffe da wirklich sehr drauf, weil Fallout 3, boah, ich glaube, das installiere ich gleich erstmal wieder und zock erstmal wieder eine Runde, weil das ist echt, wow, ein hammergeiles Game. Okay, dann zum letzten Thema. Wie gesagt, es gab diese Woche nicht so viel Interessantes. Vor einiger Zeit hat der Spielepublisher THQ, den kennt ihr mit Sicherheit alle, Insolvenz beantragt. Das heißt, THQ ist pleite. So, und nun stand eigentlich ein Komplettverkauf der gesamten THQ-Marken bevor, allerdings, und zwar an die Clear Lake Capital Group. Dieser Komplettverkauf ist jetzt gescheitert, da einige Gläubiger gesagt haben, nee, also wenn wir das komplett verkaufen, also wenn wir THQ komplett an irgendjemanden verkaufen, dann bringt das deutlich, deutlich weniger Kapital ein, als wenn wir einzelne Marken verkaufen. Nun ja, und jetzt wird am 22. Januar wird jetzt die Versteigerung und die erwartende Zerschlagung von THQ stattfinden. Das heißt, die einzelnen Spielemarken werden dann versteigert oder besser gesagt verkauft. Einige Interessenten sind zum Beispiel Warner Bros., Ubisoft oder Electronic Arts. Das heißt, Top-Titel wie zum Beispiel South Park, Company of Heroes 2 oder Metro Last Light werden sich dann nicht mehr in THQs Hand befinden, sondern in irgendeinem Besitz eines vorherigen Konkurrenten. Nun ja, was wir dazu nur sagen können, ich glaube, ich spreche für alle, dass solche Top-Titel wie Metro Last Light oder Company of Heroes, dass die echt super doll erwartet werden und ich kann nur hoffen, dass das die Entwicklung von diesen genialen Spielen nicht beeinträchtigt. Hier wären wir auch schon wieder am Ende dieser Episode. Tut mir leid, es gab diese Woche wirklich nicht so Erwähnenswertes und hoffentlich wird sich das in der nächsten Woche ändern. Eventuell, aber ich hoffe das so, mit weiteren Neuigkeiten zu DayZ. Ich freue mich da echt richtig Bock. Ich hab da richtig Bock drauf. Okay, dann wünsche ich euch noch eine ganz, ganz schöne Woche. Macht was draus. Und mein Gott, es wird ja wieder kälter draußen. Ich gucke gerade nach draußen, das schneit ja sogar schon. Ansonsten, schöne Woche wünsche ich euch. Habt noch einen schönen Sonntag und genießt noch den Tag. Bis dann. Ciao, ciao.